Ausschlaggebend war, glaube ich, meine Arbeitsweise während dem Praktikum. Mir ist gesagt worden, ich arbeite sehr strukturiert und sehr gründlich und ich habe mich auch ins Team gut eingefügt und somit ist der Einstellung nichts mehr im Wege gestanden. Weil ich in der Oberstufe Schwerpunkt für Informatik gehabt habe, habe ich dann natürlich schon Vorkenntnisse gehabt im Programmieren. Ich sage mal wirklich, die Hauptmerkmale waren, dass ich eben mutig bin und mir was zutraut habe. Als Quereinsteiger hat man eine gute Möglichkeit, auch Karriere zu machen bei Wüstenrot. Wüstenrot bietet sehr gute interne Schulungen und Ausbildungen an, dass man einfach die Produkte und einfach das Fachwissen bekommt. Man hat aber auch natürlich einen Vorteil, wenn man aus der Branche kommt, da man hier einfach den Mitbewerber gut kennt und das auch ein bisschen vergleichen kann. Wenn man bei uns im Team mitarbeiten möchte, sollte man zielstrebig sein, lösungsorientiert und einfach das Miteinander mit den Menschen gern haben. Also ganz wichtig ist, man soll ein Teamplayer sein, kontaktfreudig. Wir haben sehr viel Kontakt zu unseren Kunden, zu anderen Mitarbeitern. Wir arbeiten sehr viel abteilungsübergreifend und da soll man, ja, gute Kommunikation ist hier sehr wichtig und das, glaube ich, ist eine ganz wichtige Eigenschaft. Ansonsten ist wichtig, dass man mit Excel umgehen kann, weil man wirklich sehr viel des Tages, oder ich zumindest, sehr viel im Excel unterwegs bin. Also je besser man dort aufgestellt ist, umso besser. Ich wünsche mir von meinen zukünftigen Kollegen, dass sie kommunikativ, kundenfreundlich und Teamplayer sind.